Ich begrüße euch zu einer neuen Let's Play-Ankündigung. Und zwar werde ich am 22.08. das Spiel Tales of Xillia 2 Let's Playen, welches für die PlayStation 3 erscheinen wird. Tales of Xillia 2 ist der 14. Tales of Teil der Geschichte. Und ja, möchte hier an dieser Stelle natürlich noch auf mein Tales of Xillia 1 Let's Play hinweisen. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken, für die, die es noch nicht gesehen haben. Ansonsten, Tales of Xillia 2 spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Tales of Xillia 1. Bekannte Charaktere sind mit dabei. Die Hauptfigur allerdings ist ein neuer Charakter, und zwar Ludgar Will Kresnik. Kresnik heißt dieser Charakter. Es wurden minimale Neuerungen reingebracht, zumindest von denen ich jetzt im Moment weiß. Das wären zum Beispiel, also für jeden, den Tales of Xillia kein oder Tales of grundsätzlich kein Begriff ist, Tales of ist eine Spielereihe, ähnlich wie Final Fantasy, auch ebenfalls ein Rollenspiel, und man kämpft oder bestreitet die Kämpfe in Echtzeit. Hier in diesem neuen Teil, in Tales of Xillia 2, gibt's oder kann der Hauptprotagonist zwischen drei verschiedenen Kampfstilen wechseln. Das bietet natürlich vollkommen neue taktische Möglichkeiten in dem Spiel. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ansonsten noch als Info oder als kurze Info möchte ich noch in den Raum werfen, dass Another Gaming Story bald auch Zuwachs bekommt. Also ich werde bald nicht mehr allein auf dem Kanal Let's Playen, doch dazu in einem separaten Ankündigungsvideo mehr. So, das war's auf jeden Fall von dieser Ankündigung, damit ihr alle Bescheid wisst. Am 22.08. erscheint Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3 und ich werde es Let's Playen. Ich werde es auch blind spielen. Ich habe absolut keine Vorkenntnisse, damit ihr euch darauf schon mal einstellen könnt. Und ansonsten war's das soweit von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bis zum Let's Play. Also dann, haut rein!